Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg, Joggler66, Stunde der Wahrheit. Heute die zweite Lesung. Heute Nachmittag habe ich die erste gemacht. Das Video ist gerade am Speichern. Ich denke, ich habe noch was Zeit. Ich setze mich hin. Ich mache die zweite Lesung von Karl-Heinz Deschner mit Gott und den Faschisten. Wir hatten letztes Mal aufgehört bei dem Vorwort des Autors. Das sind zwei Seiten, die wir kurz noch mit einnehmen wollen. Und danach gehen wir dann direkt in das Kapitel 5, das ja heißt In der Vatikan und die Kroatengräuel, meine Motivation, um dieses Buch überhaupt zu bestellen und zu lesen. Wie gesagt, ob ich die anderen Kapitel davor auch noch lesen werde, habe ich noch nicht entschieden. Das werde ich sehen, wenn ich sie für mich vorgelesen habe, dann werde ich sehen, ob ich sie ans Mikrofon bringe. Aber das fünfte Kapitel werde ich auf jeden Fall lesen. Das Vorwort und auch der Nachtrag ist noch ganz interessant. Dann fangen wir jetzt mit dem Vorwort des Autors nochmal eben an. Zur Erinnerung, das Buch ist original 1965 erschienen. Deswegen sagt er hier auch, während jüngst wenigstens die Kollaboration der Kirche mit dem Naziregime bekannter geworden ist, fast ein Vierteljahrhundert danach, spät genug wie mir scheint, ne? Also 1965 ist ja 20 Jahre nach Beendigung des Zweiten Weltkriegs, deswegen, wissen weite Kreise immer noch nicht, dass die katholische Hierarchie sämtliche faschistische Staaten von ihren Anfängen an systematisch unterstützt hat und somit entscheidend mitschuldig wurde am Tode von 60 Millionen Menschen. Ja, ich möchte da gerne darauf verweisen, auf die Lesung des Buches, das Bruder Viktor ins Deutsche übersetzt hat, Hinter den Diktatoren, den Drahtziehern auf der Schliche. Und nicht nur darauf hinweisen, dass die katholische Hierarchie nicht nur sämtliche faschistische Staaten von ihren Anfängen an systematisch unterstützt hat, sondern dass sie sie gegründet hat, dass sie durch die Jesuiten hauptsächlich die Leute gestellt haben, die überhaupt diese Institutionen erst gegründet haben. Ja, also das muss man mal ganz deutlich eben sagen. Ja. In Italien, sagt der Autor, begann das Zusammengehen von Vatikan und Faschismus schon 1922. Noch vor dem berühmten Marsch auf Rom, den Mussolini bekanntlich im Schlafwagen von Mailand Rom zurückgelegt hat, und führte über die Lateranverträge, ne, das ist der Vertrag vom 11. Februar 1929, die Wiederherstellung der Wunde aus Offenbarung 13, in dem die italienische Regierung den Vatikan wieder als eigenständiges Königreich erkannt hat und dem Vatikan seine weltliche Macht zurückgegeben hat. Also über die Lateranverträge und über den mit Hilfe des italienischen Episkopats und des Vatikans mit Hilfe von Madonnenbildern und Giftgasen glänzend geglückten Raubüberfall auf Abessinien bis in den Zweiten Weltkrieg. In Spanien riefen die Bischöfe, gleichfalls unterstützt vom Papst, bereits 1933 gegen die rechtmäßige republikanische Regierung zu einem christlichen Kreuzzug auf, an dessen Spitze dann von 1936 bis 1939 die Truppen des Heiden Hitler und des Atheisten Mussolini kämpften. Ferner Francos 150.000 Mohammedaner und die Fremdenlegionäre. Devise: Es lebe der Tod, nieder mit der Intelligenz! In Deutschland begann die Zusammenarbeit des Vatikans mit Hitler höchstwahrscheinlich noch vor der Machtergreifung, mit Sicherheit jedoch sofort danach und gipfelte nicht etwa 1933/34, sondern trotz des fast ausschließlich für rein katholische Interessen geführten Kirchenkampfes erst mitten im Kriege nach dem von der katholischen Kirche so heiß ersehnten Überfall auf die Sowjetunion, wie die gemeinsamen Hirtenbriefe der deutsch-österreichischen Bischöfe beweisen, die ohne kuriale Zustimmung niemals hätten geschrieben werden können. Ich möchte noch einmal kurz auf den Teil eingehen, in dem der Autor hier sagt, in Deutschland begann die Zusammenarbeit des Vatikans mit Hitler höchstwahrscheinlich noch vor der Machtergreifung. Ja, deswegen war ja auch Eugenio Pacelli, der spätere Papst Pius XII., 1917 bis 1929, Nuntius in Deutschland, der dafür gesorgt hat, dass man eben die richtige Person mit Adolf Hitler auswählt, um dafür zu sorgen, dass dass Deutschland das Schwert der römisch-katholischen Kirche wieder einmal wird und dass man eben Deutschland wieder katholisiert, und zwar mit einem Österreicher, also jemandem aus dem Süden, der katholisch schon immer war, um dafür zu sorgen, um das katholische Machtzentrum eben nach Berlin zu bringen, eben in das Herz von Preußen. So, und gipfelte eben nicht wie 33, 34
mit dem Kirchenkampf, ja. Der Kirchenkampf, den haben wir ausführlich besprochen in dem wundervollen Buch Hinter den Diktatoren, den Drahtziehern auf der Schliche. Schaut euch das bitte mal an. Hitlers Kampf gegen die Kirchen ist eins der Kapitel. Sollte man sich unbedingt anschauen, eben weil man dann versteht, dass Hitler nicht die Kirchen bekämpft hat, sondern Hitler innerhalb der Kirchen die Reinigung vorgenommen hat, die Leute von ihm gefordert haben. Ja? Naja, und der heiß ersehnte Überfall auf die Sowjetunion ist natürlich auch etwas, was ich bereits im vorigen Video kurz besprochen habe. Die Fatima-Erscheinung 1917, die Katholisierung Russlands, das war damals das Ziel, das ist heute das Ziel, weil die orthodoxe Kirche ist der römisch-katholischen Kirche ein Dorn im Auge. Und das ist ja überhaupt der Grund, weshalb wir Kapitel 5 mit Kroatien überhaupt lesen, weil da geht es ja um die Vernichtung der der orthodoxen Serben hauptsächlich. Ne? So, während das Verhältnis, fährt der Autor fort, von Pius dem 11. und Pius dem 12. zu Mussolini, Franco und Hitler in den ersten drei Kapiteln dieses Buches erörtert wird, behandeln die beiden letzten das Verhalten des Vatikans im Zweiten Weltkrieg sowie die päpstliche Politik in Jugoslawien, wo von 1941 bis 1945 ebenfalls mit voller Unterstützung des katholischen Klerus 299 orthodoxe Kirchen zerstört, 240.000 orthodoxe Serben gewaltsam zum Katholizismus bekehrt und ungefähr 750.000 orthodoxe, häufig nach grauenhaften Folterungen, ermordet worden sind. Was übrigens in deutschsprachigen Ländern wohl zum ersten Mal durch meine 1962 erschienene Kirchengeschichte abermals krähte der Hahn etwas bekannter wurde. Dieses früher von ihm erschienene Buch Abermals krähte der Hahn werde ich mir in der Zukunft vielleicht auch noch besorgen und sehen, ob ich das dann auch mal lese. Aber auf jeden Fall ist das sonst ein Tipp für diejenigen, die sich dieses Video hier anschauen, um mal nach dem Buch auf die Suche zu gehen, sich das zu besorgen und vielleicht mal selber durchzulesen. Da wird das Thema Jugoslawien wohl ein wenig tiefer erwähnt, als hier natürlich nur in einem Kapitel dieses Buches. Nun, das dort im Schlussteil untersuchte Thema habe ich hier noch einmal aufgegriffen und vor allem die Abschnitte über den italienischen Faschismus, den spanischen Bürgerkrieg und die Kroatengräuel außerordentlich erweitert. Doch auch die Kapitel über Hitler-Deutschland und den Zweiten Weltkrieg wurden ergänzt. Nicht nur äußerlich entstand also hiermit ein neues Buch. Vergegenwärtige ich mir freilich all die Verdrehungen und Lügen, mit denen man meine Kirchengeschichte diffamiert hat. Man lese Pars pro toto im Anhang die Rezession des protestantischen Pfarrers Wolfgang Hammer, so bin ich mir darüber klar, dass man weiter lügen wird. Was bliebe auch übrig, als allenfalls zu schweigen oder mich zum Schweigen zu bringen? Verleumdungen jedoch durch eine Kirche, die nicht nur im Mittelalter Millionen verfolgt und massakriert, sondern auch noch im 20. Jahrhundert den bisher wohl größten Verbrecher aller Zeiten immer wieder und eindringlichst unterstützt hat, die ihm 1933 um keinen Preis die Kräfte der Kirche entziehen, vielmehr jedermann seiner großen Aufbauarbeit zuführen wollte, die 1935 jede staatsfeindliche Handlung und Haltung von Mitgliedern strengstens verwarf und auch 1936 das Oberhaupt des Deutschen Reiches mit allen Mitteln zu unterstützen versprach, die ein Jahr vor Ausbruch des Krieges Hitlers Wirken für die Zukunft mit ihren besten Segenswünschen begleitete und bei Kriegsbeginn den katholischen Soldaten befahl, aus Gehorsam zum Führer ihre Pflicht zu tun und bereit zu sein, ihre ganze Person zu opfern. Das ist genau, wie es in Herrscher des Bösen aus dem Aeneid beschrieben ist. Ne? Schaut euch das mal an, wenn ihr nicht versteht, was ich damit meine. Diese Kirche, die 1941 seinen Überfall auf die Sowjetunion mit Genugtuung verfolgte und bekannte, wir haben immer wieder und noch im Hirtenbrief des Sommers unsere Gläubigen zu treuer Pflichterfüllung, zu tapferem Ausharren, opferbereitem Arbeiten und Kämpfen im Dienste unseres Volkes in schwerster Kriegszeit eindringlichst aufgerufen.
um dann gleich nach dem Zusammenbruch Hitler und die Nazis zu verdammen. Verleumdungen also durch eine solche Kirche empfinde ich als Ehre. Allen Lesern, mit denen mich der Kampf gegen Lüge und Barbarei verbindet, danke ich für die Anteilnahme an meiner Arbeit und für die Hilfe bei deren Verbreitung. Da trage ich dann mit dieser Lesung auch zu bei. Weiter geht es jetzt in Kapitel 5 auf Seite 166 des Buches Mit Gott und den Faschisten, der Vatikan im Bunde mit Mussolini, Franco, Hitler und Pavelic. Ein Zitat von Edmond Paris, dem Autor unter anderem von Die verborgene Geschichte der Jesuiten, aber auch Genocide in Jugoslavia, und da ist dieses Zitat rausgenommen. Mit einem Zitat von Edmond Paris beginnt dieses fünfte Kapitel. Es sagt, Hass und Sadismus in Form mannigfaltigster Folterungen waren weit verbreitet und können nicht einmal mit den im dunkelsten Mittelalter begangenen Scheußlichkeiten verglichen werden. Es folgt ein weiteres Zitat von Hermann Neubacher. Er war Sonderbevollmächtigter des Deutschen Auswärtigen Amtes für den Südosten und er sagt in diesem Zitat, das Pravoslawen-Rezept des Ustascha-Führers und Poglavnik, also Staatsführers, Poglavnik ist das, wenn wir in Deutschland Adolf Hitler Führer nennen, nennt man ihn in Kroatisch den Poglavnik. Also das Pravoslawen-Rezept des Ustascha-Führers und Poglavnik Kroatiens Ante Pavelic erinnert an Religionskriege blutigsten Andenkens. Ein Drittel muss katholisch werden. Ein Drittel muss das Land verlassen. Ein Drittel muss sterben. Der letzte Programmpunkt wurde durchgeführt. Wenn führende Ustascha-Männer behaupten, dass 1 Million pravoslawische Serben, einschließlich der Säuglinge, Kinder, Frauen und Greise, geschlachtet wurden, so ist das nach meiner Meinung eine ruhmredige Übertreibung. Aufgrund der mir zukommenden Berichte schätze ich die Zahl der wehrlos Abgeschlachteten auf 750.000. Ende Zitat. Und aller guten Dinge sind 3. Deswegen beginnen wir dieses Kapitel mit einem dritten Zitat von dem Franziskanerpater Simic. Er sagt, Zitat, alle Serben in möglichst kurzer Zeit zu töten, das ist unser Programm. Papsttum und Balkan bis zum Ersten Weltkrieg. Antichrist Papst Pius X. Sagte 1913, Sono tutto quanti barbari, was auf Deutsch so viel heißt wie, sie sind alle Barbaren. Quer durch den Balkan verläuft die Scheidelinie zwischen dem katholischen und orthodoxen Christentum. Ja, hier muss ich den Autor gleich mal verbessern in seinem allerersten Satz im fünften Kapitel. Quer durch den Balkan verläuft die Scheidelinie zwischen dem katholischen und orthodoxen Christentum, muss man lesen als quer durch den Balkan verläuft die Scheidelinie zwischen dem römischen und orthodoxen Katholizismus. So ist es aus biblischer Sicht, bitteschön, aus der wahren Sicht zu verstehen. Beide bauten hier gegeneinander ihre Bastionen aus, wobei das Papsttum sich der österreichisch-ungarischen Monarchie und der fanatisch-katholischen Kroaten bediente. Von Österreich erwartete die Kurie die Eroberung und Katholisierung des Balkans, wie später von Hitler-Deutschland ebenso die Eroberung Russlands erwartet wurde. Nach dem russisch-türkischen Krieg hatte man 1878 die türkischen Gebiete Bosnien und Herzegowina den Habsburgern zur Verwaltung übergeben. Und im Jahre 1880 propagierte der römische Prälat Presutti in seiner Schrift »Das Papsttum und die Zivilisation bei den Südslawen« die Aufteilung der Türkei, um den römisch-katholischen Einfluss auf den Balkan zu verstärken, und zwar mit Hilfe Österreichs.
Die bemerkenswerte Programmschrift wurde der Belobung und warmen Anerkennung des Papstes teilhaftig und sogleich nach Erscheinen von dem österreichisch-ungarischen Gesandten beim Vatikan, Paar, seinem Außenminister Baron Hämele übermittelt, der seinerseits schon am 7. Januar 1880 in einer Rede angedeutet hatte, dass, Zitat, die österreichische Regierung sich behufs Regelung der kirchlichen Angelegenheiten in Bosnien und der Herzegowina mit dem Heiligen Stuhl ins Einvernehmen gesetzt habe. Ende Zitat. 1881 errichtete der österreichische Kaiser das Erzbistum Sarajevo sowie die Bistümer Banja Luka und Mostar und im Oktober 1908 wurden die Provinzen annektiert. Ich habe mich bestimmt gefühlt, erklärte der Monarch in einem Manifest, die Rechte meiner Krone auf Bosnien und die Herzegowina zu erstrecken. Tja, in diesem Teil, was ich jetzt lese, kommt es nicht vor, aber ich habe es bereits an einer anderen Stelle einmal gelesen, dass im Grunde, ich weiß jetzt nicht mehr, von wem das Zitat kommt, aber das kommt vor in, ich meine, die verborgene Geschichte der Jesuiten, dass im Grunde von Österreich damals erwartet wurde, die Serben zu bestrafen von Anfang an. Wir lernen hier jetzt gerade, dass der österreichische Kaiser das Erzbistum Sarajevo sowie die Bistümer Banja Luka und Mostar errichtete. Ja, 1881. Das ist der Kaiser von Österreich. Österreich-Ungarn, von dem wir hier sprechen. So. Sarajevo ist aber eben auch der Ort, wo damals der Mordanschlag passierte auf den Thronfolger. Das war natürlich ein jesuitisch gesteuertes Attentat, das schlussendlich dafür gesorgt hat, dass der Erste Weltkrieg ausbricht. Zwischen 1881 und dem 1914 dann gemachten Attentat hatte also eigentlich der Vatikan bereits erwartet, dass die österreichische Regierung, der Kaiser von Österreich-Ungarn, sich des Problems auf dem Balkan annehmen würde und die Serben bestrafen würde. Das geht ganz eindeutig aus vernünftiger Geschichtsforschung hervor. Da er das nicht getan hat, mussten die eben gestraft werden zu einem späteren Zeitpunkt. Und was man dann im Ersten Weltkrieg nicht geschafft hat, tja, darüber lesen wir dann jetzt in diesem Kapitel weiter. Das nur ein wenig mehr zum tieferen Verständnis für euch. 1912, fährt der Autor fort, forderte der Bischof Seregi von Scutari auf dem Eucharistischen Kongress in Wien auch das bewaffnete Einschreiten Österreichs in Albanien. Wie denn überhaupt die Sprache der Katholiken immer deutlicher wurde, also gewalttätiger. Die damals in Massenauflagen erscheinende führende österreichische Kirchenzeitung Österreichisches Katholisches Sonntagsblatt schrieb im Oktober 1912, Zitat, der Stein, der am Balkan in den europäischen Friedensstreich platschend gefallen ist, zieht langsam immer weitere Kreise, bis der lang erwartete europäische Krieg flammt, trotz aller Erklärungsfreudigkeit der Großmächte. All das Elend, all das Morden, der wirtschaftliche Ruin. Aber muss es nicht heute oder morgen dahin kommen? Unter den Gefühlswerten eines solchen Krieges bricht auch der moderne Liberalismus zusammen. Es schadete Europa nichts, wenn seine Verhältnisse einmal gründlich durchgerüttelt würden. Und weiter. Und der katholische Kaiser Europas? Wenn Österreich gezwungen ist, seine Fahnen zu entfalten, so wird und soll es seinen Degen führen, wie Habsburg und seines Volkes Traditionen es gebieten. Und wenn im Wirbelsturm stürzender und gärender Verhältnisse der Papst und die Interessen der Kirche eines starken Armes und eines gewichtigen Wortes bedürfen, gewiss, dann wird auch der katholische Kaiser Europas sich als Sohn der Kirche zeigen und wie jeder Laie, wie jeder katholische Souverän eines katholischen Staates dem Heiligen Vater seinen Einfluss zur Verfügung stellen, als Sohn dem Vater, nicht als Kronfeldherr der Kirche. Ende des Zitats. 1912. Zwei Jahre vor Ausbruch des Krieges schreibt die Zeitung hier der lang erwartete europäische Krieg.
wird euch in der Schule gelehrt, dass dieser Krieg lang erwartet wurde? Im gleichen Jahr bekannte auch der Wiener Kardinal Nagel im selben katholischen Blatt Zitat: Nicht um die Balkanstaaten handelt es sich, sondern um die erste Gelegenheit im Slawentum, der unstreitig aufsteigenden Rasse zum ersten Mal auf breiter Basis festen Fuß zu fassen. Uns fehlt für die Zukunft des Slawentums ein katholisches Slawenreich. Die Kirche darf den Augenblick, die vielleicht entscheidende Stunde des Slawentums, nicht verpassen. Ende Zitat. Nun, sie verpasste die entscheidende Stunde nicht. Sie förderte die österreichischen Interessen auf dem Balkan, besonders in Albanien, Bulgarien und Rumänien, derart, dass zum Dank dafür anfangs 1914 ein ganzer Ordensregen auf die Kurie niederging. 28 vatikanische Prälaten wurden damals von Wien ausgezeichnet. Und Mitte Juli berichtete der deutsche Botschafter in Wien, Prinz Stolberg, nach Berlin, der österreichische Außenminister Graf Berchtold, übrigens ein gläubiger Katholik, habe auf seine Frage, was geschähe, wenn Serbien alle österreichischen Forderungen annähme, geantwortet, er halte für ausgeschlossen, dass selbst eine Regierung wie die serbische solche Forderungen schlucke. Sollte dies aber doch der Fall sein, so bleibe eben nichts anderes übrig, als auch nach Annahme der Forderungen Serbien so lange zu reizen, bis Österreich die Möglichkeit erhalte, in Serbien einzumarschieren. Ein geplanter Krieg, nicht wahr? Genau das war es, was der Vatikan wünschte. Papst Pius X., der von 1903 bis zum 20. August 1914 regierte, dann übernahm Benedikt XV., sagte wiederholt, Zitat, »Der Weltkrieg kommt. 1914 geht nicht vorüber, ohne dass er ausbricht.« Ende Zitat. Und den österreichischen Prinzen Schönburg, der im Herbst 1913 mehrere Unterredungen im Vatikan führte, belehrte dieser Papst, Zitat, Österreich-Ungarn hätte besser daran getan, die Serben für alle ihre Vergehen zu bestrafen. Ende Zitat. Na, das ist das Zitat, was ich bereits vor einigen Minuten brachte. Es steht doch hier. Ich habe es aber auch noch an anderer Stelle gelesen. Damit stimmt jenes berühmte Telegramm überein, das der bayerische Geschäftsträger beim Heiligen Stuhl von Ritter am 26. Juli 1914 nach München sandte. Ein Text, von dem es freilich verschiedene Versionen gibt, wie dann Baron Ritter sogar sich selber berichtigen wollte. Das im Münchner Fechenbach-Prozess bekannt gewordene Telegramm hat nach der von Kammergerichtsrat Freimuth aufgrund der Akten verfassten Schrift das Fechenbach-Urteil folgenden Wortlaut, Zitat. Baron Ritter an die bayerische Regierung. Der Papst billigt ein scharfes Vorgehen Österreichs gegen Serbien. Der Kardinalstaatssekretär hofft, dass dieses Mal Österreich standhalten wird. Er fragt sich, wann es denn sollte Krieg führen können, wenn es nicht einmal entschlossen wäre, mit den Waffen eine ausländische Bewegung zurückzuweisen, die die Ermordung des Erzherzogs herbeigeführt hat und die in Rücksicht auf die gegenwärtige Lage Österreichs dessen Fortbestand gefährdet. In seinen Erklärungen enthüllt sich die Furcht der römischen Kurie vor dem Panslawismus. Gezeichnet Ritter. Ende Zitat. Tatsächlich trat Pius X. noch am Vorabend des Krieges nicht für den Frieden ein, sondern er bedauerte, wie wir nun aus einem völlig unanfechtbaren Dokument wissen, dass Österreich-Ungarn nicht schon früher ähnliche ultimative Schritte übernommen habe. Die Gedanken des Papstes fanden ihren Niederschlag in einem Bericht des damaligen österreichisch-ungarischen Gesandten Graf Palfi an seinen Außenminister über ein Gespräch mit Kardinalstaatssekretär Marie de Valle am 27. Juli 1914. Zitat. Im Laufe der letzten Jahre drückte seine Heiligkeit mehrmals ihr Bedauern darüber aus, dass Österreich-Ungarn es versäumt hat, seinen gefährlichen Donaunachbarn zu bestrafen.
Der Papst und die Kurie sehen in Serbien eine nagende Krankheit, die das Mark der Monarchie langsam zerstört und mit der Zeit deren Auflösung verursachen wird. Die Vernichtung dieses Bollwerks würde für die Kirche den Verlust des festesten Stützpunktes in ihrem Kampf gegen die Orthodoxie und damit auch den Verlust ihres stärksten Vorkämpfers bedeuten. Ende Zitat. Kardinalstaatssekretär Marie Del Valle brachte allerdings die Hoffnung zum Ausdruck, die Monarchie werde, Zitat, bis zum Äußersten gehen. Ende Zitat. Nun, da versteht man wohl den Enthusiasmus der deutschen Jesuiten beim Ausbruch des Krieges. Erst recht raste natürlich die katholisch-österreichische Presse vor Eroberungsgier. Noch ehe die serbische Antwort auf das österreichische Ultimatum eintraf, forderte man den Krieg. In dem Franz Ferdinand nahestehenden katholischen Wochenblatt Großösterreich schrieb der spätere Vizebürger von Wien, E.K. Winter, Zitat, seit 6 Jahren warten wir nun schon auf die endliche Auslösung all der drückenden Spannungen, die wir in unserer ganzen Politik so überaus qualvoll empfinden. Weil wir wissen, dass erst aus einem Krieg das neue und große Österreich, das glückliche, seine Völker befriedigende Großösterreich geboren werden kann, darum wollen wir den Krieg. Wir wollen den Krieg, weil es unsere innerste Überzeugung ist, dass nur durch einen Krieg in radikaler, plötzlicher Weise unser Ideal erreicht werden kann. Ein starkes Großösterreich, in dem die österreichische Staatsidee, der österreichische Missionsgedanke, den Balkanvölkern die Freiheit und Kultur zu bringen, im Sonnenglanze einer großen, frohen Zukunft blüht. Den Balkanvölkern die Freiheit und Kultur zu bringen. Die Freiheit, von der ein römischer Katholizist spricht, ist immer nur, ein Katholik spricht, ist immer nur die Freiheit, seine eigene abergläubische, heidnische Religion auszuüben. Das ist auch, was sie unter Religionsfreiheit verstehen. Das versteht ein Katholik unter Freiheit und Kultur, seine abergläubische, heidnische Kultur durchziehen zu können. Das muss man bitte schön hierbei verstehen. Das Zitat geht aber noch weiter. Zweimal gab uns das Schicksal schon den Degen in die Faust. Zweimal stießen wir ihn in die Scheide zurück. Das dritte und letzte Mal winkt uns die Erlösung. Noch einmal haben wir Gelegenheit, uns unserer historischen Aufgabe, die Vormacht des Balkans zu sein, zu erinnern. Noch einmal weist uns der Finger Gottes den Weg, den wir gehen müssen. Soll uns nicht die Sturzflut kommender Ereignisse vom Schauplatz des Lebens wegspülen, als hätte Österreich nie bestanden. Es handelt sich um Sein oder Nichtsein. Wollen wir weiterleben als großer, kulturbringender, kraftvoller Staat in der Zukunft unseres historischen Berufes am Balkan und in Westrussland im Namen des Katholizismus und der europäischen Kultur gerecht werden? Dann müssen wir zum Schwert greifen. Wir aber beten zu Gott, dass es ihnen, nämlich den versöhnungswilligen, kriegsscheuen Kreisen, diesmal nicht mehr gelänge, sich durchzusetzen. Und Gott, dessen Werkzeug wir auf Erden sind, er wird uns erhören. Ende Zitat. Dass wir hier nicht vom Gott der Bibel, sondern vom Gott dieser Welt, wie in der Bibel beschrieben, Satan ist, sprechen, ist ja wohl jedem unmissverständlich deutlich. Die Drohung Pacellis. Nach dem Zusammenbruch der Donaumonarchie nahm die Kurie angesichts des bedrohten katholischen Bollwerks auf dem Balkan eine ausgesprochen feindselige Haltung zum neuen südslawischen Staat ein, zum Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen, seit 1929 Königreich Jugoslawien. Erst ein Jahr später, am 6. November 1919, erkannte es der Antichrist Papst an und erst im Sommer 1920 erschien sein Nuntius, Monsignore Cherubini, in Belgrad. Der Vatikan entfaltete nun eine intensive Tätigkeit in Jugoslawien, vor allem über die katholische Aktion. Seine Absichten verstehen sich dabei von selbst.
in der in Prag einst führenden katholischen deutschen Presse stand im August 1936, Zitat: Der kroatische Katholizismus kann als der eigentliche Brückenkopf bezeichnet werden, von dem aus zu einem geeigneten Zeitpunkt der Abgrund der zwei Weltanschauungen trennt, überwunden werden konnte. Ende Zitat. Die römische Kirche, so wurde weiter ausgeführt, befinde sich hier in einer ständigen Offensive gegenüber dem orthodoxen Katholizismus, im Buch steht Christentum, ich verbessere das gleich automatisch, und es sei nach übereinstimmender Ansicht die religiöse Funktion Kroatiens, einen strategischen Brückenkopf zu bilden, der wohl die Verbindung Roms mit der orthodoxen Kirche, soweit sie guten Willens ist, anbahnt, doch andererseits keiner unklaren und gefährlichen Verbrüderung, die auf Kosten der katholischen Kirche ging, Vorschub leistet. Die katholische Kirche genoss vor dem Zweiten Weltkrieg volle Freiheit und Gleichheit in Jugoslawien, was zahllose Zeugen übrigens bestätigen können. Auch Katholiken versichern, dass dort katholische Tages-, Wochen- und Monatszeitungen florierten, katholische Schulen und Kollegen tätig waren, katholische Hospitale erbaut und katholische Organisationen vermehrt wurden. Selbst Dr. Anton Korosec, der slowenische Katholikenführer, gab zu, Zitat: Sogar ohne das Konkordat erfreute sich die katholische Kirche voller Aktionsfreiheit. Ende Zitat. Die Kurie erlitt nämlich 1937 mit der Ablehnung des vatikanisch-jugoslawischen Konkordats durch das jugoslawische Volk eine Niederlage. Alle religiösen Gruppen waren gegen das Konkordat, auch die meisten katholischen, kroatischen Katholiken. Die 19 katholischen Bischöfe Jugoslawiens aber erklärten im Oktober 1937, Zitat: Der katholische Episkopat wird in jedem Fall die Rechte der katholischen Kirche und der 6 Millionen Katholiken in diesem Staat zu beschützen wissen, und er hat zur Gutmachung aller Ungerechtigkeiten die erforderlichen Maßnahmen ergriffen. Ende Zitat. Auch das ist wieder ein Zitat von Edmond Paris. Also ich lese die Brunnen nicht ständig vor. Wenn ihr das Buch selbst in den Händen haltet, dann werdet ihr sehen, dass auf jeder Seite mehrere Brunnen angegeben sind, wo das bereits drin steht oder drin stand. Nun, Antichrist Pius XI. Und sein Staatssekretär Eugenio Pacelli, der an der Ausarbeitung des Konkordats beteiligt war, fühlten sich besonders gekränkt. In Deutschland hat es doch so gut funktioniert 1933, noch kein halbes Jahr nach der Machtergreifung von Adolf Hitler, ein deutsches Konkordat hinzusetzen. Und hier in Jugoslawien funktioniert das nicht. Das ist logisch, dass Eugenio Pacelli da ein wenig in seiner Ehre gekränkt ist, nicht wahr? In einer Rede an das Konsistorium im Dezember 1937 drohte Pacelli geradezu, Zitat: Es kommt der Tag, er möchte es nicht gerne sagen, doch sei er seiner Sache sicher, wo die Zahl jener nicht gering sein wird, die sehr bedauern werden, ein großmütiges und großherziges gutes Werk ausgeschlagen zu haben, das der Statthalter Christi ihrem Lande anbot. Ende Zitat. Diese Drohung Eugenio Pacellis begann sich am 6. April 1941 in einem Maße zu erfüllen, das die schlimmsten Massaker des christlichen Mittelalters noch übertrifft und trotzdem bis heute in Deutschland, ja, im weitaus größten Teil Europas, überhaupt nicht bekannt geworden ist. Das genau belegte und mit einem erschütternden Bildmaterial versehene, ursprünglich französisch geschriebene Werk des französischen Schriftstellers Edmond Paris, Genocide in Satellite Croatia, 1941-45, A Record of Racial and Religious Persecutions and Massacres, fand lediglich einen amerikanischen Verleger und der stand danach vor dem Konkurs. Das ist eine mündliche Mitteilung des Autoren Edmond Paris an Karl-Heinz Deschner selber. Der Titel von Edmond Paris seinem Buch heißt auf Deutsch Genocide in Satellite Croatia, also Völkermord im Satellitenstaat Kroatien 1941-45, A Record of Racial and Religious Persecutions and Massacres, also eine Aufstellung
von Rassen- und religiösen Verfolgungen und Massakern. Wie gesagt, dieses Buch fand lediglich einen amerikanischen Verleger und der stand danach vor dem Konkurs. Auch eine Art und Weise, die Geschichte zu unterdrücken, nicht wahr? Papstsegen für Verbrecher fährt das nächste Unterkapitel fort. Nachdem die deutschen Truppen am 6. April 1941 in Jugoslawien einmarschiert waren und auch dieses Land besetzt hatten, arbeiteten sie mit der faschistisch-katholischen Bewegung Kroatiens, der Ustascha-Partei, zusammen. Ustascha heißt der Aufständische. Ihr geistiger Ahnherr Ante Starcevic vertrat die Ansicht, dass es eigentlich gar keine Serben gäbe, dass alles, was serbisch heiße, verschwinden müsse, weshalb, wie Starcevic schrieb, die Serben eine Arbeit für den Schlachthof seien. Verzeiht mir, wenn ich die Namen, diese ganzen slawischen Namen, nicht richtig aussprechen kann. Ich mache es so gut ich kann und ich denke, dass ihr mir das vergeben könnt, weil manchmal sind diese ausländischen Namen eben nicht so leicht. Nach dieser Doktrin gingen nun die Ustaschen gegen die Serben vor. Angeführt von Dr. Ante Pavelic, einem ehemaligen Rechtsanwalt aus Agram. Pavelic fühlte sich ganz als Schüler von Starcevic, der im sogenannten unabhängigen Kroatien, NDH, war das abgekürzt, als größter kroatischer politischer Ideologe, als Schöpfer der ideellen Grundlage und Vorbild der Ustascha-Kämpfer verherrlicht wurde. Seit 1929 hatte die italienische Regierung Pavelic in seiner Familie und seiner Familie in Bologna ein Haus zugewiesen, das jahrelang als Ustascha-Hauptquartier diente. Mit Hilfe des faschistischen Geheimpolizeichefs Conti und des Polizeiministers Boccini ließ Pavelic junge Auslandskroaten und geflüchtete Ustascha-Anhänger in Italien ausbilden und legte in einem Statut als Hauptaufgabe den bewaffneten Aufstand zur Befreiung Kroatiens vom fremden Joch fest. Jedes Ustascha-Mitglied musste sich durch einen Eid bei dem allmächtigen Gott binden, den Statuten zu gehorchen. Vor Gewaltakten schreckte man schon damals nicht zurück. Zu den ersten aufsehenerregenden Anschlägen gehörte die Ermordung des Chefredakteurs der Zagreber Zeitung Novosti, Anton Schlegel, am 22. März 1929. Seinen engsten Mitarbeiter Gustav Percik erschoss Pavelic selber nach Folterungen durch seine Leute in einem italienischen Gefängnis. Außerdem organisierte er das Attentat auf König Alexander von Jugoslawien, der am 9. Oktober 1934 in Marseille landete, um den verbündeten Franzosen einen Besuch abzustatten, aber noch im Hafenviertel zusammen mit dem französischen Außenminister Barthou von Kreaturen des Pavelic ermordet wurde. Im Oktober 1936 stellte Pavelic eine Gedenkschrift über die kroatische Frage fertig, die später ins Auswärtige Amt gelangte. Der Ustascha-Chef erhoffte in diesem Dokument vom neuen Deutschland Verständnis für seinen heroischen Kampf. Er nannte Hitler Deutschlands größten und besten Sohn und sah in Hitler-Deutschland den mächtigsten Kämpfer für ein lebendes Recht, wahre Kultur und höhere Zivilisation. Noch am 6. April 1941, als Belgrad unter pausenlosen deutschen Luftangriffen zu brennen begann, forderte Pavelic über einen Geheimsender die kroatischen Soldaten auf, die Waffen gegen die serbischen Truppen zu ergreifen. Zitat: Von jetzt an kämpfen wir Seite an Seite mit unseren neuen Verbündeten, den Deutschen und Italienern. Ende Zitat. Gleichzeitig beschimpfte Hitler in einem Aufruf an das deutsche Volk die serbische Verbrecherklicke, die, Zitat, schon im Jahre 1914 durch das Attentat von Sarajevo die Welt in ein namenloses Unglück gestürzt habe, und betonte, das deutsche Volk brauche nicht gegen Kroaten und Slowenen zu kämpfen. Ende Zitat.
Nur über das Attentat von 1914 möchte ich noch mal kurz zurückkommen auf die verborgene Geschichte der Jesuiten von Edmond Paris. Da lesen wir auf Seite 91 in dem PDF: Doch am 28. Juni 1914 wurde in Sarajevo Erzherzog Franz Ferdinand ermordet. Die serbische Regierung hatte mit diesem von einem mazedonischen Studenten begangenen Verbrechen nichts zu tun. Doch war es für Kaiser Franz Josef von Österreich und Ungarn ein hervorragender Grund, mit Feindseligkeiten zu beginnen. Und deswegen, das lag eben am Grund oder am Ausbruch des Ersten Weltkrieges, nicht am Grund. Graf Sforza behauptet, das vorrangige Problem sei gewesen, Franz Josef von der Notwendigkeit eines Krieges zu überzeugen. Der Rat des Papstes und seines Sekretärs seien das gewesen, was ihn am besten hätte beeinflussen können. So liest man die wirklichen Hintergründe der europäischen Kriege. Aber Deschner fährt fort und sagt, am 10. April 1941 wurde, noch in Pavelic Abwesenheit, das unabhängige Kroatien proklamiert, also NDH, das ist die kroatische Abkürzung für den souveränen unabhängigen Staat Kroatien, zu dem außer Kroatien Bosnien, die Herzegowina, ein Teil Dalmatiens und einige rein serbische Randgebiete kamen. Von den rund 6 Millionen Einwohnern dieses Staates waren nur etwa 3 Millionen katholische Kroaten, 2 Millionen Pravoslawen, also Serben oder Bosniaken, und mehr als eine halbe Million bosnische Muselmanen. Der Rest rekrutierte sich aus Volksdeutschen, Madjaren, Juden, Slowenen, Tschechen und anderen. Die Proklamation beginnt und endet mit dem Namen Gottes. Zitat. Gottes Vorsehung und der Wille unseres großen Verbündeten sowie der jahrhundertelange Kampf des kroatischen Volkes und die große Opferbereitschaft unseres Führers Ante Pavelic und der Ustascha-Bewegung in der Heimat und im Ausland haben es gefügt, dass heute, vor der Auferstehung des Gottessohnes, auch unser unabhängiger Staat Kroatien aufersteht. Ende Zitat. Und am Schluss der Proklamation heißt es abermals: Gott mit den Kroaten, für das Vaterland bereit. In der Nacht zum 13. April überschritt Pavelic die italienisch-jugoslawische Grenze. Am 17. April ernannte er sein erstes Kabinett. Dann gab man Südserbien den Bulgaren, einen Teil der Nordprovinz ließ man von den Ungarn besetzen. Und im Mai reiste Pavelic mit seinen Ministern und einigen Geistlichen, darunter der Generalvikar des Erzbischofs Stepinac, Bischof Sales Sevis, nach Rom und trat mehr als die Hälfte von Dalmatien an Italien ab, dem er weitere große Konzessionen machte. Die sogenannte Krone Zvonimirs, des letzten selbstständigen kroatischen Königs aus dem 11. Jahrhundert, bot man dem König und Kaiser Viktor Emanuel III. Für den Herzog Aimone von Spoleto an, der bereits am 17. Mai als designierter kroatischer König im Vatikan erschien, sein Königreich allerdings vorsichtshalber nie betrat. Tags darauf wurde auch Pavelic wegen des Doppelmordes von Marseille zweimal von Frankreich und Jugoslawien in Abwesenheit zum Tode verurteilt, nebst seiner zahlreichen Begleitung. Pavelic, umgeben von seinen Banditen, schrieb schon einige Wochen früher der italienische Außenminister Graf Ciano in sein Tagebuch, in besonders feierlicher Privataudienz von Antichrist Papst Pius XII. Empfangen und gesegnet. Kroatiens katholische Presse war sehr gerührt über die Aufmerksamkeit und Herzlichkeit des Papstes, der schließlich Pavelic in seine Suite in freundschaftlicher Weise entließ, mit den besten Wünschen für die weitere Arbeit. Was diese weitere Arbeit ist, da werden wir natürlich noch drauf kommen. Wir fahren fort mit drei Zitaten. Außenminister Dr. Mladen Lokovic sagt, Zitat, dass das kroatische Volk alle die ausländischen Elemente, die seine Kräfte schwächten, vernichten muss, diese Elemente sind die Serben und die Juden.
Ende Zitat. Vom Minister für Erziehung, Dr. Mile Budak, hören wir Zitat: Wir töten einen Teil der Serben, wir vertreiben einen anderen und der Rest, der die katholische Religion annehmen muss, wird in das kroatische Volk aufgenommen werden. Erzbischof Stepinac sagt, Zitat: Es ist jedoch leicht, die Hand Gottes in diesem Werk zu erkennen. Drei Zitate über die weitere Arbeit, mit der Antichrist Pius XII. Pavelic entlassen hat. Die weitere Arbeit, die Pavelic nicht zuletzt mit Hilfe des katholischen Klerus leistete, sah so aus: 299 serbisch-orthodoxe Kirchen wurden im unabhängigen Kroatien ausgeraubt und vernichtet. Davon 172 Kirchen in den Provinzen Lika, Kordun und Banija. Die Kirchen von Jasenovac, Velika Kladusa, Surduk, Svinika, Suha Mlaka, Veljun und Belegiš wurden in Schlachthäuser verwandelt. Die Kirchen von Hatschici, Plaski, Dvar, Travnik, Modrik und Gomirje in Warenhäuser. Die Kirchen von Vreoce, Drinjaka, Mirkonjic Grad, Civanjevecio Brdo und Jakce in öffentliche Toiletten. Die Kirchen von Citluce, Donji, Fakuf, Stari, Majdan, Sanski Most und Močkovac in Ställe. In Gegenden, wo die serbisch-orthodoxen die Bevölkerungsmehrheit bildeten, hat man ihre Kirchen meist total zerstört. Wo die Orthodoxen eine Minderheit waren, wurden ihre Kirche für katholische Zwecke umgewandelt. Alles zeigt, dass eine wohlgeplante Politik befolgt worden ist. Tatsächlich geschah die Umwandlung von serbisch-orthodoxen Kirchen in katholische gemäß Anordnung der Ordinariate. Auf Anweisung des bischöflichen Ordinariats von Giacovo, Nummer 2733-42 vom April 1942, wurden serbisch-orthodoxe Kirchen zu katholischen in Bratschevci, Magyar, Dobšin, Tenje, Dalj, Markusica, Kapelna, Kučanci, Pakče, Budimči, Pogannovci, Bijelo, Brdo, Borovo Selo, Tprina, Pačtin, Brzadin, Čepin, Martinski, Kačinski, Tranji, Klokočevik, Topolje, Brodna Savi. Der ganze Besitz der serbisch-orthodoxen Kirche ging in den Besitz der römisch-katholischen Kirche über. Natürlich blieb es nicht beim Plündern. Es blieb auch nicht beim Niederbrennen und beim Enteignen. Die weitere Arbeit sah so aus. Noch im April 1941 forderte man von allen Serben das Anlegen einer blauen Armbinde mit dem Buchstaben P, der Initiale für Orthodox, Pravoslavak. Von den Juden das Tragen des Davidsterns. Juden und Orthodoxen war auch das Betreten des Gehsteigs untersagt. In allen Büros, in den Geschäften und Restaurants, den Straßenbahnen und Omnibussen hängen Schilder: Betreten für Serben, Juden, Nomaden und Hunde verboten. Noch während der ersten Tage der Besetzung holte man den serbisch-orthodoxen Patriarchen Dr. Gavrilo Docic und Bischof Dr. Nikolai Velimirovic und schleppte sie nach Dachau, wo sie bis zum Ende des Krieges blieben. Im November 1941 verhafteten die Italiener auch den serbisch-orthodoxen Bischof von Dalmatien, Dr. Irineš Djordjević, der ebenfalls bis 1945 in einem Konzentrationslager verschwand. Auch damit begnügte man sich nicht. Ungezählte serbische Geistliche erlitten grausame Foltern. In Zagreb
wo Erzbischof Stepinac und der apostolische Nuntius Marcone residierten, schlug und quälte man den orthodoxen Metropoliten Dositej so bestialisch, dass er davon wahnsinnig wurde. Drei orthodoxe Kirchenfürsten, der Bischof Platon von Banja Luka, der Metropolit von Sarajevo Peter Cimonjic und der Bischof von Sava sowie mehrere hundert orthodoxe Kleriker wurden ermordet. Bischof Platon und seinem Begleiter, dem Priester Dusan Subotic, stach man, während auf ihrer Brust ein Feuer brannte, die Augen aus, schnitt ihnen Nase und Ohren ab und gab ihnen endlich den Todesstoß. Überall forderte der katholische Klerus die Orthodoxen zur Konversion auf. Wenn ihr zur katholischen Kirche übergetreten seid, versprach beispielsweise der Bischof Aksamowitsch von Jakowo, werdet ihr in euren Häusern in Frieden gelassen werden. Viele wurden so katholisch, noch viel mehr aber wurden massakriert. Nur ein paar Belege folgen hier. Ende April 1941 umzingelten Ustaschen in der Nacht die serbischen Dörfer Gudovec, Tuko, Brestovac und Dolak im Distrikt Bjelovar. Dann ließen sie die orthodoxen Priester Bozin, den Lehrer Ivankovic und 250 Bauern, Männer und Frauen einen Graben ausheben, banden ihnen die Hände auf den Rücken und begruben sie lebendig. In Otočac liquidierte man 331 Serben und zwang den orthodoxen Priester Branko Dobrosaljevic vor den Gefolterten und Sterbenden zu beten, während sein kleiner Sohn buchstäblich in Stücke geschnitten vor seinen Augen lag. Dann riss man dem Priester die Haare und Bart ab, stach ihm die Augen aus und folterte ihn, bis er tot war. In Svinjica, in der Provinz Banija, geschah das gleiche Verbrechen. In Kosinj, wo die Ustaschen 600 Serben zusammengetrieben hatten, musste eine Mutter mit einer Schüssel das Blut ihrer vier Söhne auffangen. In Mliniste, Distrikt Glamok, wurden ein früheres Mitglied des Parlaments, Luka Avramovic, und sein Sohn gekreuzigt. Als Pavelic am 26. Juni 1941 den katholischen Episkopat in Audienz empfing und Erzbischof Stepinac sagte, wir bezeugen von ganzem Herzen Ehrerbietung und versprechen ergebene und treue Mitarbeit für die strahlendste Zukunft unseres Vaterlandes, waren im katholischen Kroatien innerhalb von 6 Wochen bereits 3 orthodoxe Bischöfe, mehr als 100 orthodoxe Priester und Ordensleute sowie 180.000 Serben und Juden ermordet worden. Im nächsten Monat, im Juli 1941, haben die Ustaschen in Häusern, Schulen, Gefängnissen und orthodoxen Kirchen auf Straßen und Feldern in wenigen Tagen über 100.000 serbische Frauen und Kinder niedergemacht. Die Kirche von Glina beispielsweise wurde nach einem Bericht des beteiligten Ustascha Hilmija Berberovic in einen Schlachthof verwandelt. Das Blutbad dauerte von abends 10 Uhr bis morgens 4 Uhr und ging 8 Tage weiter. Die Uniformen der Schlächter mussten gewechselt werden, weil sie vom Blute durchnässt waren. Man findet später aufgespießte Kinder mit noch vor Schmerz gekrümmten Gliedern. 2000 serbische Männer, Frauen und Kinder kamen bei dem Gemetzel um, das der aus Glina stammende Justizminister Dr. Mirko Puk und der Prior des Franziskanerklosters von Kuntik, Hermenegildo alias Czastimir Hermann, veranlasst hatten. Die Todeslisten sind nahezu endlos. Jeder kleine Unterführer ging auf Menschenjagd und meldete dann rasch die Erfolge den Behörden, um von ihnen dekoriert zu werden. Der Ustascha-Kommandant von Vojnic telefonierte nach Zagreb: Jagt
Heute ergiebig. Insgesamt 500. Dabei kam es zu Grausamkeiten, neben denen die Taten von Hitlers KZ-Schergen beinahe verblassen. Die Ustaschen bohrten glühende Nadeln unter die Fingernägel, streuten Salz in offene Wunden. Sie verstümmelten alle möglichen Körperteile. Mit Vorliebe schnitten sie ihren Opfern Leben, Nasen und Ohren ab, stachen ihnen die Augen aus. Die Italiener fotografierten einen Ustascha, der um seinen Hals zwei Ketten aus menschlichen Zungen und Augen trug. Der italienische Schriftsteller Curzio Malaparte interviewte Pavelić in Zagreb. Während er sprach, schreibt Malaparte, schaute ich auf einen Weidenkorb, der zur Rechten des Poglavnik auf seinem Schreibtisch stand. Der Korb wurde geöffnet und eine Menge Meeresgetier oder dergleichen kam zum Vorschein. »Austern von Dalmatien?«, fragte ich. Ante Pavelić hob den Deckel und zeigte mir das Zeug, das aussah wie eine Masse klebriger, galertartiger Austern. Mit einem müden, freundlichen Lächeln sagte er, ein Geschenk meiner treuen Ustaschen. 40 Pfund menschlicher Augen. Das war der Mann, den Pius XII. Gesegnet hatte. Auch wenn Malaparte hier vielleicht von einer poetischen Lizenz mehr oder weniger Gebrauch gemacht haben sollte, charakterisieren seine Sätze doch genau die wahre Natur dieses Mannes und sein Terrorregiment. Wir werden nächstes Jahr mit dem Unterkapitel »Sogar die Deutschen protestierten« fortfahren. Und ich hoffe, dass ich in der Zeit einen Artikel habe übersetzen können, mit dem ich dann erst fortfahren möchte. Der kommt aus dem Buch »Völkermord in Jugoslawien«. Und der Artikel, oder der, das ist Seite 55 aus diesem PDF, und das hat den englischen Titel How to become a human butcher, was auf Deutsch heißt, wie man ein Menschenschlechter wird. Und im Zusammenhang von dem, was ich gerade hier gelesen habe, kann man das sehr gut nachlesen. Ihr könnt vielleicht verstehen, warum mir das am Anfang sehr übel aufgestoßen ist, diese Dinge lesen zu müssen, auch heute. Finde ich das wieder sehr schwer, das, was ich gerade eben gelesen habe, verarbeiten zu müssen. Vor dem geistigen Auge bilden sich dann doch immer irgendwelche Bilder, wo man das Gelesene sich vorstellt. Und da kann man dann auch manchmal schlecht von schlafen. Ich überlege noch, ob ich dieses Video mit einer Altersrestriktion ab 18 versehe. Weil ich nicht glaube, dass solche Dinge an jüngere Hörer geeignet sind. Auf der anderen Seite glaube ich auch nicht, dass Hörer unter 18 überhaupt interessiert sind, diese Geschichte zu lesen oder zu hören. Von daher werde ich mir die Altersbeschränkung sparen, wenn ich nicht noch, da ich nicht die Bilder dieses Videos von Jasenovac hier mit einblenden werde. Ich hatte das erst gedacht, das vielleicht zu tun. Dann hättet ihr während der ganzen Zeit der Vorlesung über diese Schlachtungen die Bilder von dem Video sehen können. Aber der Link zu dem Video befindet sich in der Beschreibungsbox. Das ist auch ab 18 mit Altersbeschränkung vorsehen. Und dann rate ich euch an, wenn ihr das sehen wollt und den englischen Text lesen wollt, sich das da anzuschauen. Diese Lesung hat mich ganz schön mitgenommen. Und wir dürfen nie vergessen, dass das alles im Namen Gottes geschehen ist. Aber nicht des Gottes der Bibel, nicht des barmherzigen Vaters im Himmel, nicht von seinem Sohn, den er hier auf diese Erde geschickt hat, um für unsere Sünden am Kreuz zu sterben, sondern im Namen des Gottes, den die Heiden verehren. Den Namen des Gottes, wo im Buch Apostelgeschichte steht, als Paulus nach Athen kommt, ich sah einen Altar, auf dem ihr eingeritzt habt, dem unbekannten Gott, den wir verehren. Dieser Gott, der hier
aus der Lesung hervorkommt und den die römisch-katholische Kirche verehrt. Das ist ein Gott, der gar kein Gott ist. Das ist ein geschaffenes Wesen, ein geschaffenes, gefallenes Wesen mit dem Namen Luzifer, das hier auf die Erde kam als Satan, der Teufel, der Vater der Lüge, so wie Jesus Christus ihn auch genannt hat. Das ist der Gott, den die römisch-katholische Kirche anbetet. Das ist der Gott, in dessen Namen die römisch-katholische Kirche und all ihre Folger und Helfer diese Dinge machen, die ich gerade vorgelesen habe. Die römisch-katholische Kirche ist vom Christentum so weit entfernt wie die Erde von der Sonne. Zumindest nach der allgemeinen Kenntnis, wie weit die Sonne weg sein soll. 180 Grad umgedreht. Das ist die Lehre der römisch-katholischen Kirche, wenn man sie an der Bibel misst. Und der Gott der römisch-katholischen Kirche ist eben auch genau 180 Grad gegenüber dem Gott, der sich uns in der Bibel erkenntlich zeigt, erkennbar zeigt, der uns mit der Bibel eine Anleitung fürs Leben geschrieben hat, die wir besser kennen sollten. Und dafür müssen wir unsere Bibel lesen. Und damit möchte ich dann auch bis zum nächsten Mal verbleiben. Lest eure Bibel. Maranatha.